Am 3. Juli hat das 24. HESO-Forum für alle Ausstellenden sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik stattgefunden. Herzlich willkommen zum diesjährigen HESO-Forum. Was erwartet uns an der 47. Ausgabe der diesjährigen Herbstmesse in Solothurn? Wir werden das heute Abend für euch in Erfahrung bringen. Viel Vergnügen! Es soll ein Warm-up sein, ein erster Netzwerkanlass und dass die Leute auch wirklich wissen, ja, jetzt ist der Ball wieder so weit. Es ist über Neuerungen informiert worden, wie zum Beispiel, dass das Konzept der einheitlichen Stänge unter dem Namen Fenster zur Wirtschaft für Bänge und Organisationen auf die ganze Turnhalle ausgeweitet wird. Wie werdet ihr selber oder HESO vertreten sein dieses Jahr? Ich habe vorhin jemandem gesagt, ich nehme wahrscheinlich ein Hotelzimmer hier in Solothurn, wo ich vielfach im Einsatz bin. Ich bin direkt von der Handelskammer und wir haben dort das erste Mal in der Handelskammer einen eigenen Stand. Wir haben eine Bar, auf ein Bier mit der Wirtschaft, heisst das Ganze. Das heisst, da wird ich viel präsent sein. Und dann bin ich noch Kantonsrat in der FDP, wir haben auch einen Stand, wird ja auch viel präsent sein. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich jede Stunde, die hier so offen ist, auf dem Gelände verbringen und ich freue mich jetzt schon sehr. Ich bin bei den Biobauern, mache dort Ausstellung und die einen oder anderen werden mich auch sehen, im Schanzengraben beim Säulirennen moderieren. Ja, wir werden wie Gang. Wir sind ja schon seit 47 Jahren in dieser HESO, bei Rolf, der Kollege nebenan. Und wir werden wieder ein tolles Sortiment zusammenstellen, wo wir wieder ein paar neue Sachen, ein paar bewährte Sachen. Dann werden wir natürlich auch heute wieder mit unserem neue Schnapsbrennerei mit unserem Edeldistillat werden wir wieder anwesend sein. Wir werden sicher auf die HESO wieder ein neues Produkt bringen, das wir jetzt sicher noch nicht werden verraten, aber es wird spannend. Wir arbeiten daran. Wir sind wieder am gleichen Ort und einen relativ grossen Stand. Und solange wir einigermaßen noch geschäftlich da sind, werden wir in der HESO bleiben. Wie sieht der aktuelle Anmeldestand von der Herbstmesse aus? Wir sind voll ausgebucht. Wir haben sogar Flächenoptimierungen können vornehmen in diesem Jahr und haben seit Jahren die beste Ausnutzung der Hallen können erreichen. Beim HESO-Forum hat man ebenfalls erfahren, dass der Schweizer Fleischfachverband die diesjährige Sondershow gestaltet. Die Sondershow steht unter dem Motto «Schweizer Fleischhandwerk». So entsteht natürlicher Genuss. Was erwartet Besucherinnen und Besucher dort genau? Also wir bieten ein vielfältiges Programm. Es geht dort zum einen mal darum, dass wir unseren Qualitätswettbewerb abschliessen können. Wir haben über 800 Produkte jetzt im vergangenen Jahr getestet mit einer Fachjury. Es sind regionale Spezialitäten von regionalen Fleischfachgeschäfte und Metzgereien. Ein weiteres Highlight ist natürlich noch von den Lernenden, die noch in der Ausbildung sind. Dort gibt es die Schweizer Meisterschaft im Fleischplattenlegen. Und das ist natürlich auch noch eine ganz interessante Geschichte, weil dort sehen wir wirklich die Freude und Kreativität von unseren jungen Berufsleuten. Wir bieten das Handwerk, unser schönes Metzgerhandwerk, Fleischfachhandwerk, live zu erleben. Also wir planen, dass jugendliche Kinder oder auch Erwachsene interessierte Produkte herstellen können. Ich komme natürlich aus dem Bildungsbereich und das heisst, für mich ist natürlich das Highlight Swissgrills Championships, das heisst die Berufsmeisterschaft, die wir durchführen dürfen mit den Lehrabgängern und die werde ich dort entsprechend schauen, wer den Schweizer Meistertitel holt. Primär geht es dort um die Nachwuchsförderung. Vorstellen von einem Gewerbe, das es seit Jahrhunderten gibt. Ein Gewerbe, das aber auch mit Kultur, das mit den Dörfern, mit den Bauern einen engen Zusammenhang hat. Und sie haben ein Nachwuchsproblem. Metzgerlehre ist heute nicht mehr gleich attraktiv, wie das noch war, viele, viele Jahre zurück. Und es soll wirklich darum gehen, dass auch Junge sehen, auch das kann noch ein cooler, toller Beruf sein, wo man Möglichkeiten hat, sich auch noch weiter zu entwickeln. Was sagt ihr zur Sondershow, zur diesjährigen, zum Fleischfachverband? Ich finde es sicher eine gute Idee, dass man dort auch wieder ein bisschen Wert drauf legt und vor allem eben vielleicht auf gutes Fleisch und dass es eben
wieder nicht immer in den schlechten Schlagzeilen ist, sondern auch in den guten. Fleisch ist ein wichtiges Thema, wo man wirklich, wie der Rolf Fröhlich schon gesagt hat, wo man wirklich muss man näher anschauen muss. Weil die Leute, die haben es nicht einfach, also die arbeiten sehr schwierig und es gibt ja gängig weniger. Und darum ist es dringend nötig, dass wir junge Leute haben, dass man das wirklich auch zeigt, präsentiert und vielleicht den einen oder anderen dazu bringt. Sehr interessant und gewissweit sicher auch ein bisschen mutig. Wieso? Ja, das Thema Fleisch, sagen Sie in der heutigen Zeit, wo man ja mehr eigentlich so auf fleischlose Alternativen tendiert. Aber ich finde es sehr gut, dass Sie sich dieser Aufgabe stellen und dass Sie das Thema jetzt beleuchten. Ja, ich liebe natürlich Fleisch, muss ich sagen. Ich bin Chefgrilleur bei uns daheim. Von dem her finde ich es super, dass das Handwerk gezeigt wird. Wir haben gehört, da gibt es junge Berufsleute, die man beobachten kann. Ich kann das Handwerk kennenlernen und ich freue mich sehr auf die Sondershow. Ich finde es toll, dass Sie Sondershow haben. Ich esse nicht viel Fleisch, ich werde auch nicht gross dort vorbeigehen. Aber schön, dass Sie Sondershow haben, wirklich. Das Gastreferat ist durch Martin Plock von GACCO Souterrain gehalten worden, wo einen Einblick in das Logistik-Megaprojekt hat gegeben. Merci vielmals. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend und freue mich darauf, wenn ich euch begrüssen kann an HESO am 20. September. Danke. Die 47. Ausgabe von der HESO findet vom 20. bis zum 29. September 2024 statt.